Was einen Abend haben wir erlebt bei der ersten Raw oder beziehungsweise WWE-Ausgabe in unserem Universe-Modus. Im Main Event hatten wir Alberto Del Rio, den WWE Champion, gegen Michael McGillicuddy, den WWE Tag Team Champion. Del Rio hat per Einroller gewonnen und sich nachher mit dem Miz und John Cena zusammengeschlossen. Das war auf jeden Fall schon mal eine super erste Ausgabe, auch wenn es halt ein bisschen Fail war, muss ich nicht weiter drüber reden. Heute kommen wir zur ersten Heat-Ausgabe, also quasi WWE Superstars. Und wir fangen direkt an. Wir haben im Match 1 Chavo Guerrero gegen Matt Hardy. Da seht ihr schon die erste Neuerung neben einer anderen Neuerung. Ich habe ein paar Superstars noch in den Roster geholt, die werde ich jetzt nicht alle vorstellen, nur wenn sie halt auch vorkommen, werde ich es euch neu vorstellen. Matt Hardy wird also sein Debüt geben im WCW-Roster. Ich habe ihn zum WCW-Roster gepackt, denn da ist auch sein Bruder Jeff. Sie werden bei uns nicht die Hardy Boys bilden, denn Tag-Teams haben wir genug und so haben wir vielleicht irgendwann mal Hardy gegen Hardy. Dann haben wir im zweiten Match X-Pac. Der war jetzt bei der 1000. Raw-Ausgabe, dachte ich, packste ihn mal. Moment, mein Headset ist ein bisschen nah am Mund. Auch noch in den Roster, der ist auch bei der WCW und er trifft auf den Tag-Team-Champion Devon Dudley. Und im Hauptkampf haben wir dann ein super Fatal 4-Way-Match. Mason Ryan gegen Justin Gabriel, gegen Drew McIntyre, gegen Jack Swagger. Ist kein Number-One-Contenders-Match, aber ich glaube, wer da gewinnt, hat vielleicht eher Chancen auf den Midcard-Titel. Und dann fangen wir jetzt an, denn der Hauptkampf, den werden wir wieder quasi spielen lassen. Match 1, Chavo gegen Matt. Ich tippe eindeutig für Matt Hardy und es gewinnt. Matt Hardy, er gewinnt also sein Debüt direkt mal gegen Chavo. Guter Einstand sozusagen. Wir haben also hier quasi heute zwei WCW-Matches und ein im Hauptkampf WWE-Match. So, dann jetzt kommen wir zum Match 2, X-Pac gegen Devon Dudley. Ich mag X-Pac, aber ich glaube einfach, weil Devon Dudley ein bisschen ein Klotz ist, ein kleiner und eine größere Kampfmaschine, glaube ich, dass der das macht. Also ich sag Devon Dudley. Und ich habe recht. Oh, das ist neu. Zwei in Folge. Und jetzt kommen wir zum Hauptkampf. Fatal 4-Way Match. Drew McIntyre, Mason Ryan, Justin Gabriel und Jack Swagger. Und ich setze meine Karte jetzt auf Drew McIntyre. Ich sag einfach, das rate ich jetzt einfach mal. So, und dann geht's jetzt auch sofort los. Die Crowd ist auf jeden Fall schon mal angeheizt und ich bin wirklich gespannt, so ein Fatal 4-Way-Match, das steht für Action. Und bei den vier Superstars glaube ich auch, dass das ein ganz gutes Match werden kann. Also bin ich mal gespannt, was wir da jetzt zu sehen bekommen. Zuerst Mason Ryan. Der natürlich vielleicht die Favoritenrolle hier übernehmen kann, denn der ist einfach der größte Klotz von allen. Und ihr habt ja in den Kommentaren geschrieben, die Einzüge immer zumindest anlaufen lassen. Und hier haben wir Justin Gabriel, Tag-Team-Partner von Tyson Kidd. Also wird der vielleicht auch noch um die Tag-Team-Titel irgendwann mal kämpfen. Genau, Justin Gabriel, der Mann aus Südafrika. So, dann kommen wir weiter zu meinem Favorit. Also ich sag, der macht das. Einfach, weil ich Drew McIntyre toll finde. Also, als Wrestler. No homo, ne? So, und der war ja auch schon Intercontinental Champion, war von Mr. McMahon als Next World Champion auserkoren quasi. Oder prophezeit quasi nur. Aber jetzt ist es ja ziemlich still um ihn geworden momentan. Er ist ja jetzt bei NXT für die Leute, die Wrestling noch aktiv gucken. Und bei WWE hat er ja nicht mehr so den großen, nicht mehr so die große Verwendung. Wurde ja jetzt einmal vom Undertaker und von Kane gesquashed. Und hier kommt der vierte Teilnehmer, der es auch in sich hat. War schon World Champion, war schon ECW Champion, war schon United States Champion, Jack Swagger. Und der hat auch was. Ah, die haben alle was. Das können. Wir haben einen Highflyer, wir haben hier einen Athleten, also den Highflyer in Justin Gabriel. Und wir haben Mason Ryan, den Kraftports. Und wir haben Drew McIntyre, den vielleicht ein bisschen Techniker. Und vielleicht der auch schön, hier. Ja, es ist Dirty gewinnen könnte. Irgendwie Referee umboxen oder sowas. So, dann geht's jetzt los. Ja, jetzt wird er erstmal abgetastet gegeneinander, wer hier gegen wen jetzt anfängt.
So, und Mason Ryan nimmt sich Justin Gabriel und Drew McIntyre kriegt direkt mal einen Panhandle-Slam von Jack Swagger ab. Ja, toll, mein Favorit kriegt sie direkt rüber. Ich bin gespannt, was dieses Match für Folgen hat, denn es stand nichts von Hauptherausforderer-Match da und ich weiß nicht, ob die sonst irgendwo... Also Titel hält von denen ja keiner. Oh, schöne Doppelaktion von beiden. Back-Suplex und normaler Suplex. Ja, also ich glaube, Drew McIntyre kann das schaffen. Auf jeden Fall wird dieses Match lange dauern, denn ihr könnt euch vorstellen, die werden ja immer den Pin unterbrechen, weil man will ja hier gewinnen und nicht, dass das Match zu Ende geht. Oh, Drew McIntyre vom obersten Seil jetzt. Schöner Suplex, harte Aktion direkt zum Anfang des Matches. Ja, das kann ja heiter werden. Vielleicht ist das ja auch schneller vorbei, als wir denken. Und da sind es nur noch drei. Mason Ryan geht mal aus dem Ring raus, wird aber jetzt gleich wahrscheinlich wieder reinkommen, schnell. Oh, Backbreaker bei Drew McIntyre. Finde ich nicht gut. Oh, wieder Back Suplex, ja, Drew McIntyre, der ist jetzt schon nur noch ein wandelndes Frack. Ja, Mason Ryan zerlegt momentan alles, also ich habe den noch nicht einmal hart auf dem Boden landen sehen. Drew McIntyre im Gegensatz schon öfter. Und jetzt ist ja auch WWE 13 bekannt gegeben worden. Schon die ersten Bilder und alles Mögliche hat man jetzt sehen können. Es gibt jetzt diesen Attitude Era, also Modus, da, wo man dann halt in die Attitude Era eintauchen kann. Ob ich das brauche, weiß ich nicht. Und schon wieder dieser Gut Wrench Suplex, oder wie sich das nennt. Oh, mit Justin Gabriel hebt Mason Ryan hoch. Das ist auf jeden Fall möglich. Circa 80 Kilo gegen 140 oder so. Und wir haben, glaube ich, mit Drew McIntyre nicht ganz die richtige Wahl getroffen, denn der kriegt sie nur drauf. Und Justin Gable, schön Hurricane Rana, genau. No, Panhandle. Jetzt kommt Mason Ryan. Fallaway Slam. Und das... Oh, Submission Move von Jack Swagger. Der sollte jetzt vielleicht mal einer dazwischen gehen, aber es ist Rope Break. Ich achte mal darauf, wer, ob einer von den anderen beiden da hinten, die sich da gerade... duellieren, mal sein Finisher raushaut und Jack Swagger dominiert hier mit Mason Ryan. Back Suplex schon wieder. Jack Swagger nimmt sie sich ein nach dem anderen alle vor. Ist auf jeden Fall schon ein super Main Event. Das ist doch auch schön, wenn nicht immer nur diese großen. Man hätte ja jetzt auch, was weiß ich, CM Punk gegen Batista, gegen Randy Orton, gegen Christian im Main Event haben können. Aber nein, vier, die noch nicht so weit an der Spitze stehen, die sich jetzt mal beweisen können. Das ist natürlich viel besser. So, Justin Gabriel, jetzt bearbeitet er erstmal das Bein von Drew McIntyre. Ich glaube, Drew McIntyre ist der, der gleich am gepinnt wird auch noch von den drei. Also von den drei anderen. Für kurz zur Erklärung, Fatal 4-Way, keine Disqualifikation, kein Auszählen. Sieg nur nach Pin und Aufgabe. Und wer den Gegner quasi pinnt, hat gewonnen. Also der erste Pin ist entscheidend. Könnt euch also vorstellen, wenn jetzt Justin Gabriel zum Beispiel bei Drew McIntyre einen Pin ansetzt, werden die anderen beiden dazwischen gehen. Und Mason Ryan holt sich einen Stuhl und schöne Flugaktion von Justin Gabriel. So, jetzt im Ring Justin Gabriel mit Drew McIntyre beschäftigt und außerhalb des Rings Mason Ryan mit einem Stuhl. Und Justin Gabriel, war das der 450 Splash? Justin Gabriel mit dem 450 Splash gegen Drew McIntyre. Ist das Cover? Aber Jack Swagger kann bei 2 nochmal unterbrechen. Das wäre der Sieg gewesen, ich bin fest überzeugt. Wären Mason Ryan und Jack Swagger draußen gewesen, hätte Justin Gabriel jetzt gewonnen. Er hat den 450 Splash gezeigt gegen Drew McIntyre. Also da ist unsere Wahl auf jeden Fall voll ins Klo gegangen. Und ich glaube, Mason Ryan setzt jetzt auch langsam zum Finisher an. Das war sein Signature. Und jetzt wird es wieder bei Drew McIntyre gemacht. Jack Swagger jetzt mit seiner Gut-Wrench Powerbomb. Was geht jetzt ab? Jetzt feuern sie alle ihre Finisher ab. Mason Ryan jetzt auch. Spinebuster, Jack Swagger setzt zum Cover an. Der unterbricht, okay. Okay, also Drew McIntyre hat jetzt zwei Finisher abgekriegt, den 450 Splash und die Gut Wrench, nee, und diesen Backbreaker, Spinebuster, was auch immer von Mason Ryan. Und Justin Gabriel hat allerdings auch schon die Gut Wrench Powerbomb kassiert. Also können wir sagen, Gabriel, ich würde mal sagen, Mason Ryan und Jack Swagger weiterhin Favoriten für mich. Aber ich sag ja, Drew McIntyre gewinnt. Ich werde mein Los jetzt nicht nachher noch ändern. Ja, schon wieder Back Body Drop. So wird's gar nichts. Drew McIntyre liegt auch nur noch am Boden rum. Klar, hat schon zwei Finisher kassiert. So, jetzt Justin Gabriel. Suplex mit Brücke. Das ist ein Pin. Der sollte das jetzt mal unterbrechen. Drew McIntyre, hallo? Aha, gut. Haben sie sich in der Luft zusammen vereint quasi, um dann das Cover zu unterbrechen. So, Jack Swagger geht raus. Holt er sich jetzt eine Waffe? Nee, er kommt einfach so wieder rein.
Mason Ryan, ja, der dominiert, ganz klar mit Jack Swagger. Wenn die beiden noch ein Tag-Team bilden, haben wir echt ein Problem, aber Mason Ryan hat ja schon ein Tag-Team. So, Aufgabegriff bei Justin Gabriel und der hat schon Finisher einstecken müssen. Ja, schnell dazwischen gehen, gut. Ich will ja nicht, dass das hier so endet. Und jetzt Mason Ryan mit einer Running, was ist das, Running Power Slam? Und Drew McIntyre setzt endlich mal einen Move an. Dankeschön, Suplex. Hier mal ein kleiner Applaus. Und wir haben zwei Cover, eins. Was ist das denn? Doppelcover. Stellt euch vor, bei einem wäre es durchgegangen. Dann hätte nämlich der andere, weil das dann halt ein Computerfehler ist, wäre dann liegen geblieben im Cover, weil man wüsste ja auch nicht, für wen gezählt würde. Oh Mann, das wäre ein geiles Ende gewesen. Drew McIntyre, jetzt war das nicht gerade auch der Signature? Ich weiß das nicht. Ja, Drew McIntyre setzt jetzt auch zu seinem Future Shock DDT an. Aber Justin Gabriel macht das Cover. Leute, Gabriel mit dem Cover. Mason Ryan muss rauskommen und er kommt raus. Jack Swagger kontert den Finish an, schon wieder Gut-Wrench Powerbomb. Fuck, Mann. Also, Drew McIntyre wird das Ding nicht gewinnen. Hat gerade den dritten Finisher kassiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Finisher gekontert. Und Mason Ryan jetzt auch mit dem Finisher. Damit hat Justin Gabriel auch schon Doppelte gekriegt. Oh, McIntyre mit der Brücke. Ah, aber leider geht Mason Ryan dazwischen. Und Jack Swagger hat auch noch nicht genug abgekriegt. Noch kein Finisher. Jawohl, jetzt dreht Drew McIntyre auf oder was? Komplett verletzt. Jetzt gibt er Gas. Wir sehen, das Match wird sich langsam zum Ende neigen. Wir sind jetzt schon fast 8 Minuten im Match. Ja, die sind schon ziemlich ausgelaucht, die vier Leute hier. Aber ich warte nur auf die Endaktion. Ja, Gabriel verlässt schon mal den Ring. Ist er jetzt da gerade auf dem Stuhl gelandet? Nee, steigt direkt wieder auf. Jetzt die Favoriten im Ring. Das ist interessant. Wird Justin Gabriel jetzt vielleicht auch mal den Stuhl nutzen? Könnte ihm bestimmt helfen. Oh, oh, oh. Die Powerbomb ist ein Signature von Justin Gabriel. Das weiß ich. Mason Ryan jetzt mit dem Suplex vom Ringrand. Ja, ich warte nur. Ja, Jack Swagger mit dem Konter. Das war jetzt wichtig. Ich glaube, Justin Gabriel hat einen Finisher. Der hat mich sein Signature gezeigt. Oh, Jack Swagger Belly to Belly. Ist das vielleicht ein Signature? Drew McIntyre mit dem Sharpshooter? Sharpshooter. Komm, mach es. Tap out. Tap, tap, tap. Nein, er tappt nicht. Boah, da hätte Drew McIntyre echt gerade gewinnen können, weil Justin Gabriel hat ja auch schon zwei Finisher kassiert. Aber hätten sie vielleicht ein, zwei Sekunden später das Ganze unterbrochen, hätte er vielleicht aufgegeben, der Justin Gabriel. So, und jetzt setzt Mason Ryan zum Suplex vorm obersten Seil an, diese zwei Heavyweights. McIntyre liegt da noch im Weg. Ja, Bug. Okay, ein Bug. So, und Gabriel hat auch einen Finisher. Mason Ryan auch. So, Mason Ryan... Drew McIntyre jetzt mit dem Future Shock und Mason Ryan mit seinem Panhandle Slam. So, was passiert jetzt? McIntyre und Gabriel haben... So, McIntyre geht zuerst ins Pin. Das funktioniert auch nicht. Rope Break. Jetzt Mason Ryan. Jetzt müssen sie es unterbrechen und sie unterbrechen es nicht. Sie rennen gegeneinander und Mason Ryan gewinnt die ganze Sache. Was ein Match. Da haben sie sich am Ende blockiert, wollten beide das Cover auflösen und haben sich blockiert und so konnte Mason Ryan bis zum Ende durchzählen lassen. Und damit gewinnt der vermeintliche sowieso Favorit, der Kraftprotz Mason Ryan, das Main Event. Und was passiert jetzt? Jack Swagger geht zum Kommentatorenpult, rastet da jetzt vollkommen aus, nimmt alles auseinander, Eskalation. Und jetzt legt er sich mit Michael Cole an und der kassiert den Schlag. Jerry Lawler geht schon mal zurück. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von der ersten WWE Superstars Ausgabe. Was ein Main Event und was für eine Aktion danach von Jack Swagger. Michael Cole wird jetzt mit Sicherheit Kopfschmerzen haben. Danke fürs Zusehen. Freut euch schon mal wieder auf die erste WCW Ausgabe, die jetzt danach folgen wird. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.